Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, und ihr wisst, ne, Rupi wäre nicht Rupi, wenn nicht ab und zu ein Zombie um die Ecke schaut. Ist ja klar, ne? Drum, ich habe neulich ein paar ultra billige, trashige Zombies entdeckt. Ja, 3 Euro aus Asien ohne Versand. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ja, kann ja nur mit Verlust zusammenhängen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, so wie sich das Ganze hier anfühlt, könnten die da drin sein. Ich denke mal, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Heute geht es um Zombies. Wenn hier auch wirklich die Zombies drin sind, dann lade ich das Video hoch. Wenn nicht, dann ist halt was anderes drin. Keine Ahnung. So, ich habe schon hier oben aufgeritzt, habe noch nicht reingeschaut. Okay, sonst ist was drin. Nö, einfach nur so eine graue Tüte, das war's. Und hier haben wir was eingewickelt. Aber das, doch, das sind sie. Oder? Doch, das sind sie. Leute, das sind die Zombies. Wunderbar. Na dann seht ihr auch das Video. Dann schneide ich das hier mal auf. So. Und billig, 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 billig. Ja, klasse. Super. Das sind sie tatsächlich. Sag ja, 3 Euro kriegt ihr das. Und da steht Terror Corps. Dangerous Terror Corps. Wie geil. Blutiger Handabdruck, Zombie-Gesichter. Zombie come in Assault Terror Escape. Ja, empfohlen ab 3 Jahren, Leute. Zombies ab 3 Jahren. Boah, die sind ja richtig trash. Wie geil. Die Terror Corps. Da muss ich jetzt direkt mal kurz ein Thumbnail machen. So, das reicht doch auch schon. Ja, da werde ich das doch mal öffnen und mir die Viecher angucken. Passt mal auf, Kathi hilft mir wie immer. So. Okay. Wie krass, guckt es euch an. Hier fallen mir schon Zombie-Leichen entgegen, beziehungsweise Zombie-Teile. Ja, oh, ein Mädel auch dabei. Boah, creepy. Wie geil. Also ganz unterschiedliche Körperteile, die wir zusammenstecken können. Wisst ihr was? Ich ändere mal die Perspektive und gehe mal näher drauf. Ja, das sieht doch aus wie eine Szene aus Days Gone oder eine Anfangsszene aus The Walking Dead, ne? Das ist so Hammer. Okay, dann fangen wir doch gerade mal mit diesem Hansel hier an. Vielleicht auch mal kurz. Kann er stehen? Steht der? Nee, steht nicht. Beine ein bisschen verzogen. Ist ein ganz weiches Plastik oder ein hartes Gummi. Ich kann euch da wieder nicht sagen, wo die Grenze ist. Ne? Ja, genau. Die Oberteile, Körper könnt ihr abnehmen, auf andere Unterteile draufstecken. Genauso ist es, glaube ich, auch mit den Armen. Richtig. Hier einfach nur diese komischen runden Gelenke. Könnt ihr die Arme draufstecken, wegmachen oder halt an den anderen Zombies anbringen. Ne? Wir können den Kopf hier drehen, ja, 360 Grad, wunderbar, wir können die Arme 360 Grad drehen, die Hüfte können wir auch verdrehen, wenn wir das wollen, aber die Beine selbst, nö, da geht nichts. Und der würde eigentlich auch stehen, aber ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verzogen, das Ganze, müsste ich mit heißem Wasser erwärmen und dann würde der auch wieder stehen. Ja, aber egal, für die paar Mal will ich überhaupt gar nichts sagen. Gut, dann lasst uns mal die Details hier anschauen, wie krass. Weiße Augen, geöffnetes, blutverschmiertes Maul, ein bisschen Hautfarbe hier schon, ein Loch drin von der Spitzhacke oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Mega krass. Ja, auch ein hübscher Rücken kann entzücken, das sieht man hier, die Wirbelsäule guckt unter der vermoderten Haut durch, der Arm auch schön. Also die sind gar nicht mal so übel, mal ganz ehrlich. Da habe ich schon schlechtere Sachen gesehen, vor allem hier gut zum Anstecken. Finde ich absolut okay. Hier die Rippen sieht man durch. Die Bemalung ist natürlich ganz einfach gehalten, ihr seht es ja. Dann hier die Hose, das ist so ein gräuliches Grün oder Oliv mit Blutflecken drin. Hier alles offen, aber die Zehen sind noch alle dran. Na, da haben wir ja noch ein bisschen Hoffnung. Ja, bevor er vollends zerfällt. Jeans, immerhin noch die Hosen und die Naht hier rein modellieren. Den Gürtel sieht man auch noch. Eignen sich natürlich bestens für Repaints, ganz klar. Denn rein von der Skulptur finde ich die jetzt gar nicht so verkehrt. Finde ich die gar nicht mal so verkehrt. Die Ohren sitzen da, wo sie sitzen sollen. Von dem her. Ne? Also Zombie Nummer 1. Dann haben wir hier Zombie Nummer 2. Der hat sogar eine Fliege. Guckt euch das an. Kommt aus einem besseren Haus. Wahrscheinlich hat es ihn irgendwie entweder während der Hochzeit oder beim Ballabend erwischt. Was auch immer. Ja,
schwarze Schuhe, auch so eher eine graue Hose, schön die nicht vorhandenen Bügelfalten zu sehen, selbst die Knie wurden hier noch ein bisschen angedeutet, nicht schlecht. Seitlich sieht man auch noch eine Naht, okay, was will man da sagen? Dann hier eine kurze Jacke, die Hautfarbe haben sie mal kurz ein bisschen über die Ärmel drüber gemalt, ja, ne, sehr schön. Ein paar Gussnasen hier am Kopf zu sehen, auch ein weit aufgerissenes Maul, die Zähne haben sie extra bemalt, die Augen weiß. Ja, der Scheitel sitzt immerhin noch ein bisschen. Ja, Zombie Nummer 2. Übrigens die Größe, kann der stehen? Auch nicht, ne? Oh doch, er steht. Leute, er steht. Er steht ziemlich schräg, ich meine, es ist ja auch ein schräger Charakter. Wir haben hier eine Höhe von circa 10 cm. Ja, 10 cm. Das zieht sich durch das ganze Programm. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Zombie. Den hier, der hat schon den Kopf ein bisschen verdreht. Ja, irgendwie ein Sportler oder sowas. Oder war halt irgendwie im Garten unterwegs, freizeitmäßig. Auf jeden Fall eine kurze Hose, auch mit Taschen hier hinten. Das Gesicht auch ziemlich vermodert. Heilige Scheiße. Zähne hier noch extra bemalt, ihn sogar noch ein bisschen rot reingetupft. Die Augen sind hier komplett am Arsch. Ja, anders kann man es gar nicht sagen. Ein paar Härchen hat er noch, aber irgendwie hier ordentliche Geheimratsecken, ne? Ohren sind auch noch dran. Auch hier kann man natürlich den Kopf so bewegen, wie man das gerne möchte. Oh, das sieht auch aus, als ob nach vorne gehört, oder? Ich glaube, das ist gerade egal. Ich glaube, das ist sogar falsch rum, oder? Gehört das jetzt so rum? Oh, was weiß ich? Keine Ahnung. Das ist gerade wurscht, ne? Cool. Steht auch ein bisschen schräg. Auch hier kann man die Arme natürlich bewegen, so. Brains, ne? Und ja, braune Hose, ebenfalls Gürtel etc. Ein paar Kleinigkeiten zu sehen. Und die Beine auch schon ziemlich, ja. Er sollte mal wieder kneipen gehen oder sowas, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kann der stehen? Auch nicht, ne? Ne, der steht definitiv nicht. So, das waren hier die ersten drei Zombies. Wir haben nochmal drei. Also ich finde die gar nicht mal so gut. Aber schlecht sind sie auch nicht wirklich, mal ganz ehrlich. So, dann habe ich hier eine Lady. Und ich weiß aber nicht, gehört das hier unten dran? Ich habe hier noch zwei Sachen zur Auswahl. Hier auch noch eine, und das sieht eher nach Mann aus. Und dann habe ich das hier. Das könnte passen, oder? Eine blaue Jeans, passt mal auf. Na, vielleicht ein bisschen breite Hüfte. Warte mal, ich probiere mal die anderen aus. Das hier, ja, dann ist doch das. Dann ist doch das. Dann ist doch die schwarze Hose. Tatsächlich, ne? Schmale Hüfte. Vielleicht doch ein bisschen zu viel Diät. Auf jeden Fall hat sie es nicht überlebt. Warum auch immer. Auch ganz schön creepy, ne? Blaue Augen, ziemlich hohe Stirn. Sie war auf jeden Fall nochmal beim Friseur, bevor die ganze Apokalypse hier losging. Was ist das? Farbklecks? Witzig, sieht aus wie ein Aufnäher. Oh, meine Daumen passen gerade auch wunderbar zu Zombies. Ja, habe gerade gefühlte 12 Tonnen Paprikas geschält. Da ist deine ganze Hand hinterher irgendwie rot und du kriegst gar nicht mehr runter. Also hat er auf jeden Fall einen Rollkragenpullover an, wie es aussieht. Eine schwarze Hose, auch überall. Guckt hier, läuft hier, sabbert hier das Blut durch. Ja, ganz normale Schuhe. Okay, aber ziemlich breit gebaut obenrum. Muss man es, also ich meine jetzt hier an den Schultern, ne? Heftig, echt heftig. Kann sie stehen? Ah, fast. Einmal ein bisschen warmes Wasser nehmen, dann stehen die Viecher hier wieder, kein Problem. So, dann haben wir hier einen weiteren Charakter, auch er, boah, ziemlich fertig, hängt ihm hier die Zunge raus, oder was? Ich glaube, der beißt sich gerade die eigene Zunge ab, kann das sein? Hier auch kräftiger Haarwuchs. Hier die Jacke haben sie irgendwie bis nach oben gemacht. Was ist das? Warum muss ich jetzt an Venom denken? Ne? Auf jeden Fall hier, boah, scheiße, ihm hat es einen Arm weggerissen. Guckt euch das an, nur noch ein Stumpen. Hier hat er noch einen Arm. Blutflecken, zerrissenes Shirt. Ja, was ist sein Unterteil? Entweder das blaue Ding? Nö, ich glaube eher das hier. Auch eine relativ schmale Hüfte. Ja, ich würde mal sagen, das hier gehört ihm. So eine Dreiviertelhose oder so irgendwie, oder wie sagt man, auch die Hosentaschen hier zu sehen. Boah, den hat's auch echt übelst erwischt. Guckt's euch an. Kann er stehen? Jo, der steht sogar. Super, oder? Mit einem Arm, ja. Nach vorne kippt er um, oder? Ja, da kippt er leider um, aber wenn er nach hinten geht, dann kann er stehen.
Klasse. Also wie schon gesagt, ich hab echt schon schlechtere Zombies gesehen, ne? Von dem her. Und wie schon gesagt, 6 Figuren für 3 Euro, kann ich nicht sagen. Was willst du da mehr, ne? So, dieser Unterleib, wo ein Teil der Hose hier abgerissen ist, mit braunen Schuhen, die Füße sind noch alle einigermaßen ansehbar, nur bei den Beinen wird es dann halt schon ein bisschen übel. Auch hier Blutflecken ohne Ende, Gesäßtaschen auch noch nicht dran, Gürtel zu sehen, wunderbar. Ja, und hier kommt der grüne Kollege drauf. Die Gesichter sind übrigens alle anders, sind nicht gleich, sind total unterschiedlich. Hat das Maul hier auch ziemlich schräg geöffnet, hier fehlt auch schon ein bisschen... Ja, die Wangenhaut, kann er sich den nächsten Müsli-Riegel seitlich reinschieben, auch nicht schlecht, dann geht's schneller. So, ich stecke ihn hier mal drauf, ganz einfach draufdrücken, jawohl, das gehört zusammen, wie es aussieht. Ja, cool, also die Dinger kriegt ihr momentan echt nachgeschmissen, sowohl beim großen bekannten Internet-Auktionshaus oder beim A-Shop, sag ich mal. Ne? Wenn ihr Glück habt, kriegt das für 3 Euro. Wenn er ein bisschen mehr zahlt, dann kosten die halt so 6,95 oder sowas. Das wäre mir jetzt wieder ein bisschen zu teuer gewesen für das, was man hier kriegt. Aber es geht alles. Ich meine, das sind 10 cm Figuren, 6 Stück. Die sind doch super cool. Ich finde die klasse. Kann der stehen? Nee, kippt auch nach hinten. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall eine coole Serie, wie ich finde. So, und ich habe mir die Jungs und Mädels jetzt gerade noch mal ein bisschen näher angeschaut. Also ich finde hier keinen Hersteller, ja. Nichts zu sehen, kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, made in China und das war es dann auch schon. 6 Zombies, wenn man sie ein bisschen zurechtbiegt, dann bleiben die auch wieder stehen. Ist absolut okay, sind halt alles aufrecht stehende Zombies, keine kriechenden oder irgendwie leicht gebeugten, alle aufrecht. Ne, drum, The Walking Dead passt aus dieser Serie hier. Dangerous Terror Corps, steht kein Hersteller drauf, nur hier eine Artikelnummer und halt, ja, made in China, ne? Das war's schon. Also aus dieser Serie hier, Terror Corps, für die paar Euro kann man echt nichts sagen. Ich find's absolut witzig. So, wenn ihr vielleicht The Walking Dead Figuren sammelt, so als irgendwie zwischen die DVDs rein oder im Hintergrund. Ideal natürlich auch für eine Halloween-Deko. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, was ist dazu? Das waren die Made in China Dangerous Terror Corps. Weniger gruselig vom Aussehen her als von der Verarbeitung. Aber selbst die, muss ich sagen, man kann es angucken. Man kann es wirklich angucken. Und für die Preisklasse relativ wenig bis keine Gussnasen, Zombieherz, was willst du mehr? Leutchen, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen und sage ciao, tschüsschen, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Euer Zombie, ich meine natürlich Rupi. Yay!